Ein paar Snacks. Auf los geht's los. Schmeckt nicht? Ist okay. Wie fühlen Sie sich? Sushi ist sehr erfrischend. Was sind wir? Ein Team. Wie fühlst du dich? Voll. 900, also 900 bis 1000 Kalorien. War schon hoch. Also ohne zu viel Info, aber ich war schon auf Klo. Ich gehe auf jeden Fall sehr unvorbereitet in diese Geschichte rein. Also ich habe einiges erwartet, aber ich habe nicht das erwartet. Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein sehr spannendes Video, denn wir haben geplant, eine 15.000 Kalorien Challenge zu machen. Wir haben zwei, wie sagt man das nochmal? Teilnehmer. Zwei Teilnehmer und zwar zum einen Yo, Hakuna Fatima. Jetzt muss da so diese Musik ankommen. Ja, wir treten gegeneinander an. Und? Okay. Ich dachte, wir treten nicht gegeneinander an. Ich dachte, wir spawnen. Ja, ich dachte, das wäre so diese Musik. Wir treten heute als Team auf, auch wenn Doja und ich oft gegeneinander arbeiten. Ja. Treten wir heute als Team auf. Achso, ja. Ignoriert bitte das Mess. Ich habe endlich meinen Kleiderschrank wieder aussortiert, deswegen... Ich mache hier so ein bisschen die Moderation in diesem Video, weil ihr wisst, ich würde ganz, ganz hoch hinaus verlieren, deswegen muss ich da gar nicht erst antreten. Wir haben uns ein Prinzip überlegt, weil wir wissen, dass so eine Art von Video zu Entertainment ist und wir aber es nicht irgendwie als selbstverständlich sehen, dass man so viel Essen einfach da hat, haben wir uns überlegt, dass wir zu dritt das, was wir an Essen ausgeben, das Geld verdreifachen und spenden werden, und zwar an die Tafel in Offenbach. Ja, ich bin gespannt, was für eine Summe am Ende bei rumkommt. Wie gesagt, Leute, macht es bitte nicht zu Hause nach. Ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, dass ihr Bauchschmerzen bekommt. Aber we will just try. Doja hat schon mal die 10.000 Kalorien geschafft. Also wir haben halt uns so ein System überlegt, weil Berkay ist ja größer und hat auch einen größeren Magen. Er isst die 15.000 Kalorien. Ich dann 12, damit das so trotzdem eine Challenge bleibt, aber auch fair verteilt ist. Ja. Dabei muss man aber sagen, dass wir versuchen es. Also ja. 15k ist echt sehr, sehr viel. Ist auch sehr ungesund. Aber wenn es geht, dann geht's. Wenn nicht, dann nicht. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr schwer. Also wenn ihr jetzt schon mal Bock auf das Video habt, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Könnt mich gerne abonnieren, falls ihr neu seid. And I would say, let's start fooding. And what's up, guys? What is actually popping right now? So we're about to eat some food. No budget. Okay, also. Wir haben jetzt 23.37 Uhr. Nochmal für Proof. Ich glaub, so. Und das bedeutet, we're almost on our way. Wir warten noch auf Berkay, bis er kommt. Schönes Hintergrundbild, by the way. Wir fahren jetzt zu Burger King und dann gibt's die erste Mahlzeit. Also ich habe einiges erwartet, aber ich habe nicht das erwartet. Damn girl, I'm gonna eat those 12 in a row. Man. Ja wirklich, ich meine das ernst. Hilfe. Hallo, wir gehen jetzt los. We are on our way to... Burger King. Also, die Challenge ist 15.000, auch wenn das nicht nachzumachen ist. Keiner soll das nachmachen, bitte. Ist ungesund, aber wir probieren jetzt mal. Doja und ich. Doja, man sieht sich gar nicht. Ich gehe auf jeden Fall sehr unvorbereitet in diese Geschichte rein. Du? Ich vorbereitete, hab von letztem Mal gelernt. Einzel. Achso, beide ohne Tomaten und beide ohne Salat. Dann nehmen wir 4 normale Halloumi-Burger. Noch 4 extra. Ja. Wir nehmen 2-mal Chili Cheese Fries, 2-mal Hot Brownie, 2-mal Oreo-Eis. Leute, ich bin ein bisschen traurig, weil ich habe einfach Angst. Weil das ist einfach eine ernste Wette und ich will nicht verlieren. Und deshalb habe ich so eine Essensblockade, glaube ich, in mir. Dass ich... Ich will eigentlich gar nichts essen, ne? Oh nein. Ja, also richtig schlimm. So, zeig mal, was ihr hier so habt. Komm, wir müssen auf jeden Fall zählen. Zählen. Zählen, Kalorien. Steht es nicht auf der Karte? Nee, steht nicht drauf. So. Ich hab's aufgeschrieben. Ihr beide habt Chili Cheese Fries. So. Next, Onion Rings. Mhm. Als Nachtisch haben wir hier noch so Brownies. Mhm. Jeweils ein. Dann habe ich hier einen Halloumi-Burger, noch einen Halloumi-Burger und noch einen Halloumi-Burger. Und noch ein Eis. Und du, Doja? Mal zwei. Doja, du hast genau das gleiche. Ja. Außer Onion Rings, aber die teilen wir uns. Ja, ja. Du hast auch die teilen wir uns, damit du erstmal gleich... Ich muss dich ja motivieren, wir müssen ja beide zusammen schaffen. Okay, let's go. Muss man auch sagen, es ist kein Wettbewerb. Doja gerade so. Wir unterstützen uns, doch? Ja, wir supporten. Hä? Was wir unterstützen uns. Wasser, Caro, Wasser. Jetzt auch ein Glas. Ja, Mann, danke schön.
Caro, du hast auch ein Glas. Ich hab das. Ich hab, danke. Mir wurde gesagt, ich soll bei diesem Video ein bisschen mehr lachen. Ich gebe mir auf jeden Fall Mühe. Ich bin einfach so ein Mensch, ich lache nicht so viel. Eigentlich müsstest du immer lachen, wenn ich da bin. Du. Und wie ist der Stand der Dinge? Wie fühlt ihr euch? Tot. Keine. Ist jetzt normales Abendessen. Doch, so. Also. Für einen guten Zweck. Das ist das Wichtigste. Sonst machen wir so einen Quatsch auch nicht. Du siehst einfach aus, als würdest du weinen. Ich habe auch Tränen in den Augen. Was ist denn los? Hm. Tja, Eis heißt Dondurma. So, ja, sag's mal. Dondurma. Das sag du, du sollst lernen. Don Durma. Fast Aussprache, aber sonst eigentlich gut. Yeah, we did it. Alles auseinandergenommen. Wie fühlt ihr euch? Voll. Ja, man ist voll, aber es ist nicht so. Ja. Nein, man ist voll. Man ist voll. Cheers. Fühlst du dich? Voll. Ich bin müde. Und die furzt mir ins Gesicht. Sky, hast du mitgemacht? Hm? Hast du mitgemacht? Okay, gute Nacht. Gute Nacht. Sunshine. Ich esse jetzt. Eigentlich habe ich die Nacht gut überstanden. Es war nicht so schlimm wie bei Maggis. Also wie bei die letzte Challenge. Na, 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 na. Eigentlich habe ich einen Donut mit für Bergheim mitgenommen, weil ich nicht wusste, ob er gegessen hat. Aber er hat nein gesagt. Lecker. Er hat in der Nacht schon welche gegessen. Und vergessen zu filmen. Vielleicht ist es bei diesem Mal auch besser, weil ich kein Fleisch gegessen habe. Das kann wirklich sehr krass sein, weil letztes Mal konnte ich nicht mehr aufs Klo. Und jetzt, also ohne zu viel Info, aber ich war schon auf Klo. Mir ist irgendwie voll schlecht und ich habe nicht mehr mitgemacht. Ich verstehe nicht, wie die mit 3D-Druckern so echtes Essen herstellen können. Ich glaube, das ist fake. Ich finde das nicht fake. Och, da ist aber jemand motiviert. Cannot relate gerade. So, wie fühlt ihr euch? Ja, also wir haben ja gestern Abend Burger King reingehauen, 1 Uhr nachts. Es sitzt immer noch tief im Magen, so. Und dann nachts noch 2 Donuts weggehauen. Du hast heute Morgen schon ein paar gegessen. Ich habe jetzt insgesamt 5 Donuts gegessen. Ja, ich habe 3 gegessen bis jetzt. Und jetzt gehen wir frühstücken, Kaffee, Bu, oder? Yes! Ein paar Snacks! Ja, das wird nicht gekillt, weil das ist für mich, das kill ich vielleicht. Jetzt trinken wir noch einen Tee und dann geht's los. So, ich sehe ein bisschen besser aus als eben im Intro. Ich weiß auch nicht, aber mein Make-up heute sieht ein bisschen lost aus. Auch die Lashes habe ich immer direkt abgemacht. Ich zeige euch mal die restlichen Donuts, die über sind. Damit ihr auch seht, dass die wirklich gegessen wurden. Ich würde da jetzt so gern reinbeißen, aber ich habe so Bauchweh. So, ja. Yeah. Die Motivation ist very high over here. Doja regrettet jede Entscheidung. Sollen wir noch einen Donut essen, bevor wir zu Kaffee Bull gehen? Ich bin gerade auf gesunde Basis unterwegs. Lass mal nochmal zu neuen Donuts angehen. Ja, ist ja eh. Weil ich esse die 3 sowieso über den Tag so. Also gerade kommt es mir so vor, als würde Doja es leichter fallen als dir. Ich war schon auf Toilette. Und wer kann ich? Warst du noch nicht? So Leute, wir sind bei Royal Donuts. Das ist unser Number One Place hier in Frankfurt. Vor allem jetzt bei der Kalorien-Challenge. Is it a must? So! Hier haben wir mega geile Leckereien. Wir haben hier Bombs, Crossnuts, vegane, normale. Was wollt ihr haben, Party People? Leute, 800 Kalorien hat so ein Ding, Alter. Das darf man echt keinem erzählen, ne? Wir sitzen im Café Bur. Das ist
Mega krass, dass sie uns das angeboten haben, für das Video hier zu sitzen. Hier ist literally kein anderer. Wir sind hier und werden jetzt was zu essen bestellen. Habt ihr schon eine Idee, was ihr essen wollt? Ja. Rührei. Was war? Mac and Cheese. Okay. Mit Sucuk. Ja, heute esse ich auch auf jeden Fall Fleisch mit Sucuk. Und Coco. Ich meine, um Cookie. Ein Cookie. Oh, den Adorable Cookie. Da. Wie, du willst nicht den Adorable Cookie essen? Wir haben doch Donuts geholt. Du musst. Rot. Security so Anderson dann, ja. Das, ich glaube 600, 800, 900. So. Auch mit dem Fleisch noch. Und so. Das Öl. Ich werde das herausfinden, wie viele Kalorien es ist. Ihr werdet es auf dem Screen sehen. Und dann würde ich sagen, guten Appetit. Haut am besten jetzt einfach mit den Händen rein. Ja. Those, these are clothes. What are those? These are clothes. Also Berger und ich haben jetzt zu Ende gegessen. Komplett war lecker? Weg. War schon gut. Aber voll? Ich hab gehört, bist du voll? Ja, geht. Geht. Okay. Cookie auch weg? Also wenn ich entscheide, wenn ihr mich fragt, was ich besser finde. Pulled Beef mit Mac and Cheese ist besser als mit Sucuk. Just my opinion. Wir sind jetzt im Auto, müssen noch kurz was erledigen und dann geht es zum Döner, scheinbar. Sag mal euren Kalorienstand. 6528. Ja, sowas. 6300. Aber ihr seid ziemlich, also Doja und Berke sind ziemlich gleich at the moment. Ich schätze mal, heute Abend wird dann einer von euch eher eine Pause brauchen. Es wird auf jeden Fall. 15.000 brauchen noch 9.000. Boah. Berke hat noch nicht mal die Hälfte und wir sind schon bei 13 Uhr. Es wird noch voll schwer, das alles noch zu essen. Deshalb war es bei mir so wichtig, in der Nacht so viel zu essen. Was hast du denn in der Nacht gegessen? Du hast doch nicht so viel gegessen. Ja, nein, in der Nacht. Ich meine dieses Burger King und die Donuts. Ja, ja. Weil ich habe auch zwei Donuts weggehauen, aber du hast morgens noch mal zwei weggehauen. Ich habe drei weggehauen. Ach, morgens hast du drei Stück weggehauen? Drei weggehauen. Ach, du Heiliger. Also Caro wollte sich gerade einen Chai Latte holen und ich habe gesehen, also ein Stückchen bei Starbucks hat so 900 bis 1000 Kalorien und das ist easy, einmal kurz runter. Wenn du ja nicht an meiner Seite hättest, würde ich diese Challenge nicht schaffen. Tja Leute, ich wollte mir nur ein Chai Latte holen und jetzt ist es voll eine gute Idee, um Kalorien reinzuholen. Yay! Yeah! Und die Rechnung nehmen wir natürlich auf, damit wir am Ende wissen, wie viel Geld wir an diesen 24 Stunden ausgegeben haben. Wir sitzen jetzt im Auto und werden jetzt hier, also ich nicht, Carrot Cake und wobei ich ja sagen muss, den wollte ich schon immer mal probieren, weil der schon echt krass ist. Du darfst auch probieren, Karl. Okay. Ist okay. Schmeckt nicht? Ist okay. Ja, er ist nicht krass, aber er ist okay. Mal probieren. Also ich finde die Creme geil, aber der Kuchen halt ist nicht krank. Ich bin nicht so ein krasser Fan von Karottenkuchen. Ich probiere mal diesen Schokoladenkuchen, weil ich den noch nie probiert habe. Boah. Was? Der ist ganz schön. Besser als Karotte? Boah, also wer. Ich weiß es nicht. Wer das ganze Stück alleine essen kann, Respekt. Das ist ja so dense. Ich habe nicht alles geschafft, aber ich heb mir das für später auf. Das ist übergeblieben. Ich esse das dann einfach über den Tag. Das ist Berghais. Ja, kannst du machen. Und jetzt gehen wir Döner holen. Nein, Mann, chill mal. Lass uns spazieren gehen oder so, Alter. Du lass uns erstmal Sushi holen. Sushi Tag. Sushi später. Und wie findest du den? Der ist räudig, ja. Also was heißt räudig? Das Essen, aber das ist Zucker pur. Mindestens 1000 Kalorien. Mindestens. Könntest du das ganze Stück jetzt essen?
Alter, scheiße. Ein Doja. Ist mein Handy im Auto? Ja. Yeah. Ich hab's gerade jetzt weggeworfen. Ein wenig gechillt, frag mich nicht, wieso ich so ausgenockt war. Aber jetzt ist es Zeit for the Döner. Yes. Doja? Was machst du da? Scheiße, ja, vor Kamera wirst du dir. Doja? Hallo? Habt ihr schon was gegessen? Nein. Okay. Ja, dann aufi. So, wir sitzen. Oh mein Gott, das Licht ist hier so gut. Wir sitzen jetzt hier im Wohnzimmer und werden jetzt Breaking Bad schauen und dann fangt ihr mal an mit Essen. So, was ist in dem Döner drinne? Fleisch. Also, wir haben Döner mit allem und Feta-Käse noch mit dabei. Also eigentlich so, wie man einen Döner essen muss. Du, Noja? Sushi. Jetzt ich noch Knoblauch. Guck mal, was das ist. Ja, ja, das ist meine. Ja. Okay, okay. Wie fühlen Sie sich? Sushi ist sehr erfrischend. Erfrischend? Macht ihr schon Gedanken, was ihr heute Abend esst? Ich hab gedacht Subway, aber sie sagt, es kommt nicht gut. Was denkst du denn? Ich hätte ja gesagt Maggis, ne? Ich hab gar nicht mehr an Essen gedacht. Ich hab echt die letzten Wochen so gesund gegessen. Unglaublich. Jeden Tag Sport, gesund. Jetzt mach ich so einen Scheiß hier. Schaffst du den noch? Den ganzen auf gar keinen Fall. Ich glaube auch nicht. Oh, das Sky. Sieht ja auch nicht an dir. Sky, das ist nur eine Katze. Komm her. Oh mein Gott, wie süß. Sky hat eine Katze gesehen. Und jetzt bleibt sie da. Schnabi, ist alles gut. Die ist so ein Wachhund, ist unfassbar. So, Doja, ich habe das Sushi gezählt. Isst du nicht mehr? Ich bin tot. Tot. Isst du noch Sushi? Ich weiß, naja, vielleicht später noch. Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt gegessen habe gerade. Der meinte, was hat er gesagt? 800? 850? Fast 900, oder? Oha. Ja, wegen so einem Feta-Käse. Ja, das war ein großer Döner. Das war kein Jumbo-Döner. Also, wir sagen mal 800, 850. Noch 850. So, ich habe jetzt auch mal diesen Kuchen probiert von Starbucks. Und ich sag euch, der schmeckt viel besser, wenn er so ein bisschen aufgetaut ist. Und diese Schokoladen-Dings aufgewärmt ist. Seht ihr, das ist so voll weich. Hat er geantwortet. Mega gut. Also ich habe gerade ausgerechnet, Berke ist bei den 9000. Ja, 9000 K erreicht. Also. Nicht Abonnenten, sondern Kalorien. Aber auch gut, Alter. Und du? Wie viel habe ich? Fast 8. Fast 8, 7, 6, 7,6. Und wir haben jetzt... Ja, Moment. 17.25 Uhr. Also jetzt muss ich eigentlich noch 6.000 essen. Jede Stunde ein. Ich weiß zwar nicht, woher die kommen sollen, aber 6.000 ist noch... Willst du Chips? Das ist halt wenig. Die schmecken gut, aber es ist wenig. They came up with me so many things. I wish my life would get better. Unzucker Dings. Och, noch ein paar Sushis. Was ist denn jetzt euer Plan? Euer Plan. Macht ja richtig Sinn. Englisch. Cheers. Ratzfatz weg damit. Ah, okay. So, und falls ihr euch fragt, woher diese unfassbar geile I can see the haters Sonnenbrille ist, dann solltet ihr der 99 Insta-Account folgen, denn es wird bald News geben. Wir sind an einem neuen Churros-Laden in Frankfurt, testen den heute aus. Und dafür stellt Doja sich gerade an, die hat Lust an der frischen Luft zu sein. Sie sitzt so ein bisschen in I don't like the rain, so we are waiting in the car, bis wir dran sind. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall ist die Schlange lang. Moment, ich zeig's euch. Das ist hier bei in Frankfurt bei dem Flamme Möbelhaus und da hinten ist Lexus. Und ja, it's a little Schlange.
Are we excited, Snimmenu? Soja. Taste Test. Ich hab ja Angst, dass hier alles voll wird. Okay, jetzt einmal hier mit Zimt und Zucker. Ist gut? Frage ich halt. Ist das auch 5 Euro gut? Ja, ich finde, ich dachte halt, die Churros sind gefüllt. Ich glaube, man kann die auch gefüllt machen. Doch, der Mann hat doch vorhin gesagt. Vor uns in der Reihe, der hat gesagt, ihr könnt die auch gefüllt machen, so etwas. Ich habe mich so gefreut. Irgendwas Cooles, so geschenkt zu bekommen, vielleicht so ein Kinogutschein oder so, und jetzt bin ich einfach so, krieg gar nichts. Ich glaube, du verlierst. Safe. Und du? Ich sag euch ehrlich, 15.000, wer es schafft, ohne Getränke, aber der hat meinen größten Respekt. Mit Getränken? Mit Getränken, ja. Schaffe ich das auch in einem halben Tag. Nein, zweites Video ist geplant. Mit Getränken schafft man das. Ja, halbe Essen. Wow, Leute, wir sind hier in the healthy lifestyle, I would say. Mama, lecker. Gut, gut. Sauer? Nein. Boah, lecker. Boah, ich liebe Sour Patch. Mega lecker. Mit Kleber, Mama. Warte. So, wir sind nach dem Churros essen eingepennt. Wir haben jetzt wie viel Uhr? 21.40 Uhr. Ja, erzähl mal, isst du jetzt noch was oder wie sieht's bei dir aus? Aber ich glaube, ich schaff nicht die ganze Challenge. Ja, Berkay schafft's auch nicht. Der ist nochmal arbeiten. Da musst du leider los. Ich bin gespannt, ob sie es hinkriegen. So ja, rise and shine. Wollt ihr nicht was essen? Schnappi, wollen die nichts essen? Leute, wir sitzen im Auto. He's back from work. Ich habe gesagt, dass du bei der Arbeit warst. Und das wird jetzt die letzte Mahlzeit, Leute. Das wird die letzte Mahlzeit und ihr könnt alle raten, was es wird. 3, 2, 1, 0. Donuts. Megas. Schreibt unter die Kommentare, guck mal, wie krass ich bin. Ja, ich bringe deine Community sogar dazu, hier so mitzumachen. Schreibt unter die Kommentare, ob ihr Megas sagt. Oder Megas sagt. Ganz wichtig. Schreibt wir das sagen hier in Frankfurt, wir sagen Megas. Megas. In NRW sagen die Megas. Wieso auch immer. Schreibt das unter die Kommentare. Ja. In die Kommentare, Schatz. In die Kommentare. Nicht unter das Video. Genau. Ja, auf jeden Fall, ihr habt gerade gesehen, Doja ist eingepennt. Und die ist jetzt auf dem Weg hier ins Auto. Glaubst du nicht. Rise and shine. Doja, du siehst so lost aus. Einmal bitte 2 Big Macs. Ja, dann nehmen wir 9er Chicken Nuggets, süß-sauer. 2x Big Vegan TS. Wir nehmen große Fries. Einmal Riffelkartoffeln. Genau. 2x Riffelkartoffeln bitte, ja, 2x. We got the goods. Now let's go back home. It's full. Hier ist jetzt das Essen. Jetzt würde ich sagen, auf los geht's los. Never. So, und was mit dir?
Hm? Was mit dir, Nuno? Siehst du wieder die Katze da oder was? Oh mein Gott! How can you feel this donut up so much? Damn bitch! Und du hast jetzt doch reingebissen. Was für ein Juice. Einfach gekillt. Welchen nimmst du jetzt? Denkst du, den Menschen nicht nehmen? Bruder, der ist alle, weil er Beschwerde ist. Nimm mal hoch. Was hat der für eine Füllung? Nee, hier. Aber nicht auf die Soße. Nimm den mal hoch, ne? Oh, den Taschgewehr, alle. Oha. Schatz, heb mal hoch. Oha. Der ist dreifach so schwer. Ey, wenn das keine. Mindestens 900 Kalorien, mindestens. Nein, der hat mehr. Safe, durch den Cookie Dough. Mehr, safe. 1000, locker. Oh, safe. Ah, nimm mal, ja. Deswegen war die Box so schwer. Was ist das denn? Ist er wirklich? Deswegen ist der so schwer. Gebt euch mal, wie Royal Donuts Frankfurt ihre Donuts füllt. Ah, genau so. Krass. Das ist Qualitätsanspruch. Ja. Oder. Jeder Schluck tut weh, Alter. Oh. Boah, ja. Komm, Berkay. So kenne ich dich gar nicht. Das ist doch nichts, was du hier isst. Du hast heute noch nicht so viel gegessen. Ne? Gleich noch Verdauungsspaziergang? Muss, muss. Muss. Weil wir ein Team sind. Was sind wir? Ein Team. Was sind wir? Ein Team. Haut's weg jetzt. Hatte. Soll ich schon einen Bissen machen? Ja, ja, schieb rein. Ganz tief. Pau, Bär, Digga. Oh mein Gott, oh mein Gott. Lass mich in Ruhe mit dieser Challenge jetzt, Alter. Was glaubt ihr, wie viel ich hab? Ich hab keinen Überblick mehr. Aber ich hab die 13 geknackt, glaube ich. Es steht auf jeden Fall auf dem Screen. Ja. Nächstes Jahr neue Challenge. Das reicht dann mal für dieses Jahr. Leute, guck mal, ein Wurmsi. Ja. Hallo, Baby. Wieso bist du so süß? Lass mich in Ruhe, jetzt. Der sag's nochmal. Lass mich. Lass mich. So. Wir müssen hier jetzt mal das Outro drehen, Leute. So Leute, ich drehe jetzt das Outro und sage euch, wie viel Geld wir ausgegeben haben. Hier seht ihr eine Auflistung von all den Essens-Restaurants-Rechnungen. Und das werden wir mal 3 spenden und da kommen wir aufgerundet auf 660 Euro. Und das werden wir spenden an die Tafel in Offenbach. Ich werde euch da gerne auch nochmal einen Link in die Infobox setzen, falls ihr auch was spenden wollt. Ist natürlich kein Muss. Wir hoffen, das Video hat euch entertained, hat euch gefallen. Gebt dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben, wenn das der Fall war. Keiner hat es geschafft. Berkay ist knapp an den 13.000 dran und Doja ist bei 10.300. Ist eine starke Nummer. Beide waren aber über 10.000 Kalorien. Also das ist schon ein starkes Stück. Dafür könnt ihr mal einen Daumen nach oben da lassen und die ein bisschen in den Kommentaren supporten. Und wenn euch das Video gefallen hat und wir sowas noch einmal machen müssen, lasst uns das auch gerne wissen. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Danke fürs Zusehen. Bye.